Ist das nicht Fletschern? Wie stark die Strömung ist, Digga. Läuft. Echt? Meinst du, man hört die Brücke? Die Dinger? Ja, ein bisschen. Also kann ich reden? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir machen so. Ich fange von vorne an einfach. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal in meiner Karriere so ein Video drehen muss oder überhaupt sowas sagen muss, aber ja, wie ihr mitbekommen habt, bin ich jetzt bei Sekt Plus. Da nochmal danke für die ganzen Glückwünsche und Zusprüche und für das positive Feedback. Danke nochmal an Matthias und das ganze Sekt Plus Team, dass ich so toll aufgenommen wurde. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ich weiß nicht, wie viele von meinen YouTube-Abonnenten oder von euch mich bei Instagram verfolgen, aber die letzten 8 Wochen war es sehr, sehr ruhig um mich. Auch bei Instagram sowie auf YouTube. Und ich wollte mich kurz, also ich fühle mich verpflichtet aufgrund der ganzen Nachrichten, die ich bekomme, täglich bei Instagram oder in den YouTube-Kommentaren mich zu erklären, wieso, weshalb, warum ich nichts mache oder gemacht habe. Das bin ich euch schuldig, weil da, wo ich jetzt im Leben stehe, das habe ich auch durch eure Hilfe erreicht, durch den ganzen Support, durch die ganze Liebe, die ihr mir gegeben habt. Und ja, ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich habe schon bei der Geschichte von mir erzählt, dass in meinem Leben nicht alles immer gut lief. Und dieses Jahr ist einfach ein Scheißjahr, abgesehen von Corona und den ganzen Vorfällen, die passiert sind, ist bei mir im privaten Leben viel Scheiße passiert. Viel Scheiße, wofür ich auch selber verantwortlich bin. Aber kein Mensch ist perfekt. Das soll keine Entschuldigung sein. Aber man kann das Leben nicht perfekt spielen. Und vor allem ist kein Mensch ohne Fehler. Und ich habe vielleicht einige Fehler gemacht. Und ja, ich will mich kurz in dem Video erklären, wieso, weshalb, warum nichts von mir gekommen ist. Ich habe immer früher gelacht, so zum Beispiel über Leute, die Pause von Social Media genommen haben oder einfach gesagt haben, sie sind im Kopf nicht mehr dafür bereit, was zu machen. Ich habe sie nicht ausgelacht, nur ich konnte es nie verstehen. Und diese Erfahrung habe ich jetzt selbst gemacht. Es wurde einfach alles zu viel. Ich bin kein Typ, der sich vor der Kamera verstellt. Deswegen habe ich diese Auszeit gebraucht oder deswegen kam von mir lange nichts, weil auf Krampf wollte ich einfach nichts machen. Und deswegen habe ich mich nicht hinter die Kamera bzw. vor die Kamera gestellt, habe Bobby nicht gerufen und ich konnte nichts abdrehen, weil ich einfach mental nicht in der Lage dafür war. Ich hätte mich sonst verstellen müssen. Mir geht es immer noch nicht gut. Wenn jetzt einige fragen, warum, ich will jetzt nicht weiter auf Detail eingehen, aber ich war die letzten 8 Wochen damit beschäftigt, einen Menschen in meinem Leben zurückzugewinnen, den ich verloren habe. Und ja, diesen Kampf habe ich, so wie es aussieht, verloren. Und ja, also ich war da nicht in der Lage, klar zu denken. Ich habe alles vernachlässigt, meinem Sport. Ich habe zwischen 15 und 20 Kilo habe ich abgenommen. Ich habe Social Media stark vernachlässigt. Ich habe meine Arbeit vernachlässigt. Ich habe mein Umfeld vernachlässigt. Und ich war damit die ganze Zeit beschäftigt, halt für diesen einen Menschen zu kämpfen. Ich weiß, vielleicht können das einige von euch nachvollziehen. Das ist nun mal im Leben so. Trennungen und so sind immer schwer. Viele haben gesagt, ich bin von zu Hause ausgezogen und so. Das stimmt nicht. Ich wohne immer noch zu Hause. Was heißt zu Hause? Ich habe meine eigene Wohnung. Das Dungeon existiert immer noch. Aber ich bin halt ein Mensch so. Ich weiß, worauf es im Leben ankommt. Und wenn ich selber nicht sagen kann, okay, ich bin bis zum Limit gegangen oder ich habe alles versucht, dann kann ich nicht mit mir in der Zukunft abschließen. Also mit mir selbst heißt, ich kann nicht dann in den Spiegel schauen und sagen so, okay, komm, du hast alles versucht, es hat trotzdem nicht geklappt. Mir wird auch viel Unrecht getan.
Aber das ist nun mal so, man kann nicht alles haben im Leben und vor allem läuft nicht immer alles rund. Und in diesem Kampf habe ich mich selber verloren einfach. Und Social Media und drumherum wurde einfach zu viel. Und ich war einfach nicht in der Lage, klar zu denken. Geschweige denn, ich habe komplett mein Lachen verloren. Ich habe mich selbst einfach, also mein Selbstbewusstsein oder mich selber, habe ich einfach beiseite gelegt. Vor allem mein Ego und mein Stolz, weil mir diese Sache wichtiger war als alles andere. Vielleicht sogar immer noch ist. Und deswegen war ich halt nicht in der Lage, gewisse YouTube-Videos zu drehen. Ich habe nicht richtig gegessen. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe solche Augenringe gehabt, die habe ich immer noch. Ich habe selbst Bobby, habe ich dich kontaktiert? Nee, ne? So, ich habe einfach alles gecuttet, weil es wird einfach alles zu viel, weil ich viele Sachen nicht verstanden habe oder mir nicht geglaubt wurde. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle, wenn ihr euch vernachlässigt gefühlt habt oder verarscht gefühlt habt, entschuldigen, das tut mir leid. Ja, aber das Internet ist nun mal nicht die reale Welt und es gibt neben Instagram, YouTube und Social Media das echte Leben. Und ich habe immer gesagt in meinen Instagram-Stories, glücklich sein ist das höchste Gut neben Gesundheit und Familie im Leben. Glücklich sein ist das Schwerste meiner Meinung nach, was man im Leben erreichen kann. Die Balance zwischen aufstehen, glücklich sein, sich wohlfühlen und einfach so ohne drumherum, also ohne diese ganze materielle Kacke und dieser ganze Hype und die ganzen Fame oder das ganze, alles drumherum. Wenn das nicht da ist, musst du trotzdem glücklich sein. Und das ist für mich das Schwerste, was man im Leben erreichen kann. Das Streben nach Glück. Und ja, das musste ich wieder feststellen, dass egal, was du im Leben hast, egal, wie gut es läuft, ja, egal, ob es geschäftlich ist oder ob du dir alles holen kannst, was du dir erträumt hast oder wo du gerade stehst, sobald du im Leben nicht glücklich bist, bringt dir das alles nichts. Und das habe ich sowieso schon früh genug verstanden. Deshalb habe ich gekämpft und musste Kämpfe mit mir selbst austragen. Da konnten auch keine Freunde uns zu helfen. Und jeder, der jetzt meint in den Kommentaren, ach komm, das vergeht und so. Nein, das vergeht nicht, weil ich habe viele schon gesehen und ich habe viele schon erlebt. Ich habe viele Schicksalsschläge schon erlebt. Und ich weiß einfach, dass gewisse Sachen im Leben nicht nochmal wiederkommen oder passieren. Und wenn du nicht alles daran setzt, dass das funktioniert, dann das bin da einfach nicht ich dann, ja. Aber ich habe in dieser Zeit halt, ich muss auch nach vorne schauen, also ich habe in dieser Zeit meine ganze Arbeit vernachlässigt, meine ganzen Leute, die auf mich zählen, meine ganzen Follower, die sich durch mich motiviert gefühlt haben. Aber wie ihr seht, ich bin auch nur ein Mensch. So, du musst, auch ich brauche Motivation, auch ich bin am Boden. Ich bin keine Maschine, ich kann nicht durchgehend funktionieren. Ich habe schon im letzten Video gesagt, freut euch auf Content, aber auch da hat es nicht geklappt. Und ja, diesmal muss es aber klappen, weil ich sonst alles im Leben verliere, was ich mir erarbeitet habe. Und das kann auch nicht richtig sein. Und ja, das ist so drumherum. Ist halt, also das ist halt alles passiert. Und das ist der Grund dafür, dass ich in Social Media nicht aktiv bin, weil ich halt kein Schauspieler bin, ja. Ich muss nicht mich da hinstellen und sagen, ha, mir geht's gut und alles ist so toll und ich muss live gehen und so. Nein, muss ich nicht. Ich kann verstehen, dass einige mir geschrieben haben, warum nichts kommt. Aber Leute, ihr müsst auch mal Privatsphäre akzeptieren und verstehen. Wie gesagt, im Leben läuft nicht alles rund. Ja, ich sehe das immer so, das Leben ist meiner Meinung nach ein Spiel. Ja, die meisten haben 70 bis 80 Jahre Spielzeit und wie du spielst, hängt von dir ab. Ich bin der Meinung, dass alles im Leben geschrieben ist, aber ob du dahin kommst oder was passiert, das liegt in deiner Hand und von nichts tun kommt nichts, ja, und du musst halt für das, was du willst, musst du halt kämpfen. Das ist einfach so. Das bleibt immer so und das wird immer so sein und ja, jetzt sitze ich hier an der Weser mit meinem Bruder Bobby hinter der Cam, bei dem sich die letzten Wochen viel getan hat. Da wollte ich wieder YouTube-Videos drehen, da sagt er zu mir, ich muss in meinen Terminkalender gucken. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Also das freut mich, dass bei ihm so ist.
Also Leute, ich, wenn ihr euch Sorgen gemacht habt, danke. Danke auch an die Leute, die immer gefragt haben, hey, was ist los und so. Ich wusste auch nicht, ob ich so ein Video machen soll, aber ich habe mich einfach verpflichtet gefühlt, mich zu erklären, wieso nichts kam, weil man kann einfach nicht so aus der Bildfläche verschwinden, wenn Leute dich hinterm PC so supporten und feiern und irgendwo auch der Grund sind oder ist, wieso du jetzt da bist, wo du bist. Weil ich sag immer, ohne die Community ist man nichts. So. Und ja. Ich versuche das halt mit mir selbst auszumachen. Ich muss nach vorne schauen oder ich muss das machen, was ich am besten kann. Ich habe nichts anderes. Das ist nun mal Bodybuilding. So, ich gucke mich nicht mehr im Spiegel an. Ich bin so ein Wrack. Ich sag das jetzt auch nicht aus Mitleid oder so, sondern damit ihr einfach seht, dass man sich manche Sachen auch eingestehen muss. Und das selbst bei mir, also bei so einem ehrgeizigen Menschen wie ich oder bei, ich bin halt nicht so ein Typ, ich bin, mein Mindset ist auch Stahl. Die ganzen Schicksalsschläge, die ich hatte, sei es der schwere Unfall mit meinem Vater, die Krankheit meiner Mutter und so, mich kriegt eigentlich so leicht nichts kaputt, ne? In diesem Fall aber hat es mich kaputt gemacht, weil ich für vieles auch nichts konnte und mir einfach, ja, so nicht geglaubt wurde, ist auch nicht schlimm. Und ja, ich versuche jetzt wieder nach vorne zu schauen, beziehungsweise mich in die Arbeit zu stürzen. Deswegen bitte, wenn mal kurze Zeit, paar Tage nichts kommt, sollte nicht wundern. Ich habe mich schon hingesetzt, ich habe mir so einen Gedanken darüber gemacht, was ich drehen kann, was ich machen kann. Und ja, Leute, Makina ist am, also was kopftechnisch angeht, bin ich schon krass angeschlagen. Aber wenn du durch die Hölle gehst, wieso willst du stehen bleiben in der Hölle? Oder Bobby? Hä? Sag mal, du gehst ja nicht durch die Hölle, um in der Hölle stehen zu bleiben. Und man sagt immer, Gott trägt nur die Lasten auf einen auf, die man auch tragen kann. Ich weiß nicht, was diese Prüfung sein soll, aber bestimmt hat das einen Grund. Und deswegen tut mir leid, Leute, wenn ich nichts gemacht habe. Und ja, mehr kann ich nicht sagen, Bobby. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich muss wieder aufstehen. Ja, Leute, danke auf jeden Fall für den Support. Danke, dass ihr trotzdem noch loyal seid. Danke, dass ihr mich unterstützt. Danke an meine ganzen Sponsoren. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Danke an Sekt Plus, danke an Matthias, danke an meine Sekt Plus WhatsApp-Gruppe, an Ran, Lukas, Noah, danke. Danke an Bobby, danke Bruder. Danke an Planet Meat, Legal Power, Fitness and Fun GmbH, Marc, an die sich der liebe Grüße. Danke an meine Familie, danke an meine Freunde, an meine echten Freunde. Haltet euren Kreis klein, weil selbst deine engsten Männer ficken dich. Und ja, danke an euch. Danke an jeden, der mich unterstützt und an die Leute, die sich an mein Leid erfreut haben oder erfreuen, dass von mir nichts kommt und so. Ihr müsst an eins denken, ja, die Welt dreht sich, vergisst das nicht. Und ja, so leicht hat mich nichts gefickt und freut euch nicht zu früh. Ne? Möchtest du noch was sagen? War's das? Können wir aufstehen? Ich komme hier nicht hoch. Hast du eine Dose Thunfisch dabei? Nein. Nein? So. Es geht los, Leute. Macht euch gefasst.